Guten Tag, liebe Frau Schmalfeld. Ich freue mich sehr, Sie hier wieder zum dritten Mal zu begrüßen. Wir beide sprechen über die ESMO-Studien und Sie haben etwas vorbereitet und uns um das patientengerecht vorzustellen. Aber bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor, das würde mich sehr freuen. Ja, liebe Frau Krull, vielen Dank, dass wir wieder gemeinsam sprechen können. Mein Name ist Barbara Schmalfeld. Ich bin die Direktorin der Klinik für Gynäkologie hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir haben einen Schwerpunkt bei gynäkologischen Tumoren und ich selber eben beim Eierstockkrebs von der operativen Therapie über neue Medikamentenstudien, aber eben auch Nachsorge und das Ganze drumherum, die supportive Therapie. Und deswegen freue ich mich auch immer sehr, dass Frau Krull uns so unterstützt und auch wirklich sagt, was Patientinnen brauchen und Feedback bekommen und dass wir uns heute hier austauschen können. Vom ESMO, wo es wieder vieles Neues gab, eben zur Behandlung auch in der Rückfallsituation, weil Eierstockkrebs ist ja eine ernste Erkrankung, die einfach wiederkommen kann. Und da brauchen wir auch wirksame Therapien dafür. Vielen Dank, Frau Schmalfeld. Mein Name ist Andrea Krull. Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins Eierstockkrebs Deutschland e.V. Wir haben uns aber inzwischen umgenannt. Wir heißen Gynäkologische Krebserkrankung Deutschland e.V. mit dem Schwerpunkt Eierstockkrebs. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Professor Schmalfeld die neuesten Studien oder die neuesten Erkenntnisse zu Studien zum Rezidiv zu besprechen. Und bin schon ganz gespannt. Ja, vielen Dank. Wir beide haben zwei Sachen ausgesucht. Wir wollen ja immer Sachen aussuchen, die wirklich jetzt hier für die Praxis relevant sind. Es gab natürlich vieles, was auch neu kommt, was so experimentell ist, aber einfach noch nicht spruchreif für die Klinik. Und wir haben zwei Studien ausgewählt. Sie sehen erst nochmal hier unsere Interessenskonflikte auch. Und jetzt geht es aber schon los. Wir bleiben noch in dem Thema PARP, was uns ja auch in der Erstlinie sehr beschäftigt hat. Und da geht es jetzt wieder um Patienten, die eine BRCA1-Mutation haben. Und die PARP-Inhibitoren werden ja vor allem in der Erhaltungstherapie eingesetzt. Das heißt, PARP-Inhibitoren erst eine Chemotherapie und dann wird zur Erhaltung noch der PARP-Inhibitor gegeben. Wir haben aber für Patienten mit einer BRCA1 und 2-Mutation auch die Möglichkeit, den PARP-Inhibitor ohne Chemotherapie, also direkt als Therapie einzusetzen. Und dann haben wir zwei Substanzen. Es gibt Daten für das Olaparib und eben auch für das Rucaparib. Und beide Substanzen haben in USA einen sogenannten rote Handbrief bekommen. Das heißt immer Vorsicht, weil die ersten Ergebnisse sehr vielversprechend waren, dass der PARP-Inhibitor besser wirkt als eine Chemotherapie. Und dann hat man die Daten zum Gesamtüberleben gesehen und hat gesagt, nein, es ist eben doch nicht so. Und genau diese Daten des Gesamtüberlebens wurden jetzt aus der Rucaparib-Studie, das waren die Ariel-Studien, so hießen die, bei dem ESMO gezeigt. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich da auch eigentlich so meine eigene Interpretation habe. Und das möchte ich Ihnen auch nochmal jetzt zeigen und bin auch gespannt, wie Frau Krull das dann gleich sehen wird. Nochmal, worum ging es in der Ariel-4-Studie? Nämlich wie sich die Therapie mit Rucaparib, also die alleinige Therapie mit Rucaparib bei Patienten mit einem Rezidiv, also einem Rückfall von Eierstockkrebs, auf das Gesamtüberleben auswirkt. Und es waren eben nur bei Patienten, die eine BRCA1 und 2-Mutation haben. Und wir hatten eben gesehen in der ersten Auswertung, dass das progressionsfrei, sage ich immer, spricht so wie für krankheitsfrei Überleben mit Rucaparib besser war als bei einer Standard-Chemotherapie bei Patienten, die eben schon einige Therapien vorher hatten wegen Eierstockkrebs. Nochmal so die Studiendesign. Patientinnen wurden aufgeteilt. Es ist wichtig, es ist ja unterschiedlich, ob man ein Intervall von nur kleiner 6 Monaten hat nach der letzten Chemotherapie oder ob das Intervall zwischen 6 und 12 Monaten liegt. Das nennt man dann so platinintermediär, platinsensitiv. Die haben nur eine Monotherapie mit Paclitaxel, also dem Taxol wöchentlich bekommen, oder die Patienten, die ein längeres progressionsfreies Intervall hatten von mehr als 12 Monaten, also einem Jahr, die sogenannten vollständig platinsensitiv sind, die haben eine platinhaltige Kombinationschemotherapie bekommen. Da ist schon mal so ein bisschen der erste Hinkefuß der Studie, würde ich sagen.
weil nämlich diese Gruppe hier 6 bis 12 Monate eigentlich laut Leitlinie auch eine Kombinationstherapie, Chemotherapie bekommen sollte. Das heißt, die Chemotherapiegruppe war eigentlich ein bisschen unterbehandelt. Stimmt. Und dann, das war eben die Vergleichsgruppe mit Chemotherapie und die anderen Patienten haben keine Chemotherapie bekommen, sondern eben als Therapie den PARP-Inhibitor Rucaparib. Hier nochmal ein paar Patientendaten und das ist wichtig. Das steht jetzt furchtbar viel drauf, aber ich habe in blau umrahmt, was für uns wichtig ist. Also Sie sehen hier die Patienten platinresistent, kleiner 6 Monate chemotherapiefreies Intervall Platin. Intermedia sind 7 bis 6 bis 12 Monate und mehr als ein Jahr keine Chemotherapie auf der Seite. Und da sehen wir die, die platinresistent sind, da haben weniger Patientinnen nur 2 Therapien gehabt, die meisten hatten sogar 3 bis 5 Therapien. Anders ist natürlich, wenn wir die Patienten sehen, die schon ein Intervall von mehr als einem Jahr hatten, da sind natürlich viel mehr Patienten, die nur 2 Therapien in der vorherigen Behandlung hatten. Die anderen Sachen sind jetzt, glaube ich, im Moment nicht so wichtig. Wenn wir jetzt aber nochmal schauen, das ist wichtig. Viele Patienten haben ja dann auch den Behandlungsarm gewechselt. Es ist dieses sogenannte Crossover. Also die Patienten, die in der Chemotherapiegruppe waren, haben dann danach das Rucaparib bekommen. Und das habe ich Ihnen hier auch nochmal blau eingekreist. Da sehen Sie, dass fast alle Patienten, nämlich 91%, hier 96%, und hier 63% das Rucaparib nach der Chemotherapie bekommen haben. Und das macht auch die Interpretation der Ergebnisse nicht so ganz leicht, weil im Endeffekt hatten ja alle dann den PARP-Inhibitor. Die Frage ist nur, wie die Sequenz war. Und jetzt nochmal die Patienten, die dann den Crossover hatten. Wie lange haben die das Rucaparib bekommen? Wenn wir jetzt die anschauen, die es mehr als 6 Monate haben, dann sehen wir, das waren wirklich relativ viele Patienten, nämlich mehr als 50%, hier 66%, 72% und 85%. Also das Rucaparib funktioniert auch später besser. Und auch das muss man nochmal im Hinterkopf behalten, bevor man das Rucaparib in dieser Situation, glaube ich, sagt, es hat keine Wirkung. Jetzt hier die Ergebnisse, also jetzt für das Gesamtüberleben. Und da war eben das Ergebnis, das auch zu dem Rote Handbrief oder zu dem Warnbrief geführt hat, dass die Chemotherapie, wenn man alle Patientengruppen in einem betrachtet, also platinresistent, platinsensibel, intermediärsensibel, ist die Chemotherapie besser, auch wenn das nicht signifikant ist. Also diese Kurven gehen nicht so weit auseinander, dass man sagt, es ist wirklich ein statistisch relevanter Unterschied. Aber trendmäßig ist es natürlich klar, die Kurve liegt in allen Bereichen immer über der Rucaparib-Gruppe. Aber behalten Sie das Crossover im Kopf und dass die Behandlungsgruppen ja auch nicht so ganz optimal waren. Jetzt schauen wir uns nochmal die einzelnen Gruppen an, also die Platinresistenten. Das sind die Patienten, die schon viele Chemotherapien vorher hatten, das Intervall zur letzten Chemotherapie kleiner 6 Monate. Da muss man sagen, war die Chemotherapie tatsächlich besser und das sind die, die haben allerdings, wissen Sie noch, viele haben den PARP-Inhibitor danach auch bekommen und das sind die Patienten, die eben das Rucaparib gleich bekommen hatten, von denen viele danach eben dann gar keine weitere Therapie mehr bekommen haben. In der Platin-Intermediärengruppe ist es gleich, da muss ich aber wirklich sagen, als Kritikpunkt, da wäre ja eigentlich die platinhaltige Chemotherapie, Kombinationschemotherapie hätte man geben sollen. Deswegen wäre der Chemotherapiearm möglicherweise eigentlich auch ein bisschen besser, wenn man die richtige Therapie gegeben hat. Deswegen finde ich, ist das eigentlich nicht vergleichbar. Das muss man eigentlich in der Auswertung weglassen. Und bei den Patienten, die platinsensitiv sind, verlaufen die Kurven relativ deckungsgleich, ein bisschen besser die Chemotherapie, aber das war auch nicht statistisch bedeutend. Das heißt, die Arme laufen gleich. Man muss immer, finde ich, beachten, dass eine Chemotherapie einfach mehr Nebenwirkungen macht. Rucaparib ist eine Tablette, kann man so geben. Deswegen finde ich das Ergebnis, dass die Therapien gleich sind, finde ich wichtig und bedeutsam. Das war auch schon meine Interpretation, weil damit für viele das Rucaparib als Behandlungsoption jetzt rausgefallen ist. Das sehe ich definitiv anders. Rucaparib ist ja zugelassen als Option, wenn eine Patientin eine BRCA1 und 2 Mutation hat und eben für eine platinhaltige Chemotherapie nicht mehr in Frage kommt, weil sie einfach sagt, ich hatte schon so viele Chemotherapien, ich möchte keine Chemotherapie mehr, ich hatte so viel Blutbildveränderung oder wie auch immer.
dann finde ich nach wie vor, dass diese Ergebnisse zeigen, dass Rucaparib doch eine Option ist und würde das auch weiter mit den Patienten so besprechen, dass man es überlegen kann. Und auf jeden Fall ist es eine Option, wenn die Patientin sagt, ja, ich mache jetzt doch erst die Chemotherapie, dass man danach eben dann auf Rucaparib auch wechseln kann mit sehr guten Ergebnissen. Und so würde ich das gerne die Studie interpretiert wissen. Können Sie noch was sagen zu den Nebenwirkungen des Rucaparib, wenn man dann schon platinsensibel ist und das nicht mehr erhalten? Genau, es ist wie alle PARP-Inhibitoren. Das ist eine Müdigkeit, also so genannt Fatigue machen kann, was ja auch eine Chemotherapie macht, etwas weniger, aber da muss man drauf achten, weil man kann diese ganzen PARP-Inhibitoren ja sehr gut Dosis reduzieren und anpassen an die Nebenwirkungen. Übelkeit kann ein Problem sein, man muss auch das Blutbild natürlich achten, gerade auf den roten Blutfarbstoff, also eine Anämie, und die Leberwerte muss man kontrollieren, wobei das nicht angsterregend ist. Die Leberwerte können initial mal sehr stark ansteigen. Es ist eine Reaktion wahrscheinlich durch den Stoffwechsel des Rucaparibs. Das gibt sich meistens wieder von alleine oder mit einer kurzen Therapiepause. Das ist selten bedenklich. Vielen Dank. Ja, und jetzt kommen wir zu was wirklich ganz Neuem. Das andere waren ja, was wir jetzt alles so gezeigt haben, im Wesentlichen einfach Updates und nochmal neuere Ergebnisse nach längerer Nachbeobachtung. Jetzt kommt wirklich was ganz, was Neues. Es ist ja in aller Munde, die Immuntherapien, die Checkpoint-Inhibitoren wurden erst beim Melanom eingeführt. Wir haben jetzt sensationelle Ergebnisse beim Gebärmutterhalskrebs, auch beim Gebärmutterkrebs, dem Endometriumkarzinom, dass diese Checkpoint-Inhibitoren bei bestimmten Untergruppen sehr, sehr gut wirken und da Effekte zum Teil erzielen wir in der Chemotherapie alleine. Und natürlich hat man auch die Hoffnung, dass sie beim Eierstockkrebs Wirkung zeigen, obwohl wir wissen, dass dieser Tumor weniger Immunmechanismen nutzt, zumindest nicht die, die mit Checkpoint-Inhibitoren in Verbindung gebracht werden. Trotzdem hatte man die Hoffnung und dachte sie, wenn man sie jetzt mit dem diesen Checkpoint-Inhibitor des Atezolizumab, das ist auch ein PD-L1-Inhibitor, mit dem Bevacizumab kombiniert, dann könnte das effektiver sein, weil das Bevacizumab, der Angiogenesehemmer, macht die Membranen ja durchlässiger, dann können vielleicht auch mehr Immunzellen in den Tumor hineinwandern und dann wirkt der Checkpoint-Inhibitor besser. Und das war so dieser Ansatz der Studie. Patientinnen, die eben ein Rezidiv eines Eierstockkrebses hatten, platinsensitiv, das heißt also, dass die letzte Chemotherapie mindestens ein halbes Jahr schon her, die haben dann nochmal eine platinhaltige Kombinationstherapie bekommen, entweder Carboplatin plus pegylierte liposomale Doxorubicin des Zelix oder eben Carboplatin-Gemcitabine oder Carboplatin-Paclitaxel. Und dann haben sie als Erhaltungstherapie Bevacizumab dazu bekommen und eben die experimentelle Gruppe noch den Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab dazu. So war das Design. Wir sehen es nochmal. Chemotherapie plus Atezolizumab und Bevacizumab und die Kontrollgruppe eben nur Chemotherapie und Bevacizumab. Und geschaut worden ist, wie ist dann das progressionsfreie Überleben, und zwar in der Gesamtgruppe und in der Gruppe, die eben die Eigenschaften hat, den Antikörper hat, an den der Checkpoint-Inhibitor ankoppelt, nämlich das PD-L1, die eben den Nachweis hat in ihrem Tumor. Und da gilt schon eine kleine Grenze, also über 1% der Immunzellen haben dieses Antigen auf ihrer Oberfläche, dann gilt es als positiv. Hier nochmal die Verteilung der Chemotherapie, also in der experimentellen Gruppe waren 410 Patienten, in der Placebo-Gruppe 204. Und die meisten haben das Zelix bekommen, 63%, ein Drittel das Gemcitabine und nur ganz wenige nochmal Carboplatin-Paclitaxel als Chemotherapie-Vergleichsgruppe. Und da sehen Sie schon, dass die Rate an PD-L1 positiv 38% ist nicht so hoch. Beim Cervix-Karzinom sind sie 90%, nur dass sie mal einen Vergleichswert haben. Und Follow-up war eben 3 Jahre in der Studie. Und jetzt hier die Ergebnisse. Sie sehen hier ein Originalslide, deswegen ist das so ein bisschen verwackelt. Aber leider
sehr enttäuschend. Sie sehen, der Checkpoint-Inhibitor läuft zwar, das ist die rote Kurve, etwas besser, aber die Kurven laufen zusammen und der Unterschied hier ist auch nicht bedeutsam. Da sprechen wir von 11 in der Placebo-Gruppe versus 13,5 Monate in der Gruppe mit dem Checkpoint-Inhibitor. Es ist nicht statistisch relevant, dass man sagen muss, es ist eine negative Studie, keine Verbesserung durch den Checkpoint-Inhibitor plus Bevacizumab. Und wenn wir jetzt sagen, es ist ja eine zielgerichtete Therapie, wir schauen nochmal in der Gruppe, die den PD-L1-Merkmal auf den Immunzellen hat, auch hier sehen wir keinen statistisch relevanten Unterschied. Auch hier laufen die Kurven zusammen und der Unterschied hier ist nicht bedeutsam. Es sind wieder 2 Monate, aber der P-Wert sagt uns, ist auch hier kein Effekt. So dass man sagen muss, auch dass die Kombination von Checkpoint und Bevacizumab hat zu keiner Verbesserung geführt. Es laufen immer noch Studien, wenn man noch den PARP-Inhibitor mit dazukommt. Das ist die Duo-Studie in der Erstlinie. Und da haben wir schon Hinweise, dass die Dreifachkombination einen Vorteil bringen könnte. Da müssen wir jetzt einfach weitere Studienergebnisse abwarten, ob vielleicht dadurch eine Verbesserung erreicht werden kann. Dann muss allerdings die Chemotherapie reduziert werden, weil sonst ist es auch ein bisschen wirklich zu viel, was wir an den Patienten an Therapie zumuten. Aber da hoffen wir, dass wir, denke ich, nächstes Jahr dann auch neue Daten dazu bekommen. Und das war jetzt so der große Überblick. Ich glaube, das waren so die wesentlichen Ergebnisse vom ESMO 2022. Vielen Dank. Eine Frage habe ich noch, Frau Professor Schmalfeld. Frauen oder Patienten haben Angst, in Studien zu gehen. Es ist aber ja so, dass es eine Gruppe immer gibt mit dem neuen Medikament oder wo etwas überprüft wird. Und die andere Gruppe kriegt doch immer leitliniengerechte Versorgung. Gehe ich da, ist das richtig? Richtig. Also Sie haben jetzt gesehen, in all diesen Studien haben die Patienten den Kontrollarm, den Standard bekommen. Wir zu dem Zeitpunkt der Studiendesign, Sie sehen, bei Solo 1 waren es ja 7 Jahre. Vor 7 Jahren hatten wir noch nicht den Standard Erhaltungstherapie. Wenn man diese Studie jetzt heute konzipiert, hätte man natürlich, muss die Erhaltungstherapie dabei sein. Aber man kann sicher sein, wenn einer Patientin eine Studie angeboten wird, ist im Kontrollarm immer der Standard. Und es wird eben noch irgendwas Zusätzliches gegeben in der Hoffnung, dass man dann die Therapie optimieren kann. Und wir haben wirklich hohe Sicherheitsstandards. Das sind, wenn es eine Phase 3 ist, sind es Substanzen, die schon vorgetestet sind. Es ist nicht irgendwas, was man jetzt als erste Patientin zum ersten Mal bekommt, sondern es ist an vielen Patientinnen in anderen Situationen schon geprüft worden. Und man hat wirklich den Vorteil, dass man einfach noch zusätzlich mehr Untersuchungen hat und auch engmaschiger betreut ist, was wirklich eine Studie für die Patientin in vielerlei Hinsicht ein Vorteil ist. Kann eine Patientin erfahren, ob sie ein Medikament zusätzlich kriegt oder nicht? Die sogenannte Entblindung, wann kann die Patientin genau dieses erfahren? Also das wird gemacht, wenn es jetzt wirklich irgendwie eine ganz ernste Nebenwirkung geben sollte oder irgendwie eine andere Therapie erforderlich ist, kann ja zum Beispiel auch bei Bevacizumab, wenn es jetzt zum Beispiel das in, verblindet wäre, wenn eine Operation ansteht, dann muss man das ja wissen, ja. Dann kann man eine Entblindung über die Studienzentrale erwirken. Wenn es irgendwie wirklich relevant für die aktuelle Behandlung ist, dann kann man das auch erzielen. Und zum Schluss noch, haben Sie einen Tipp für oder gegen Nebenwirkungen? Was kann Patientin eigentlich selbst machen? Was kann sie selber tun, um Nebenwirkungen im Griff zu haben oder zu reduzieren oder dagegen anzuwirken? Also es kommt immer auf die Nebenwirkungen dran. Das erste ist mal wirklich mit dem Therapeuten sprechen. Grundsätzlich, wenn man Medikamente bekommt und irgendwas auftritt, ist es das Wahrscheinlichste ist, dass es schon was mit den Medikamenten zu tun hat. Und es einfach mal ansprechen, dass man das dann sortiert. Kommt es wirklich jetzt von der Medikation oder ist es noch von der Operation oder von der Chemotherapie noch anhalten? Ist es wirklich die aktuelle Erhaltungstherapie? Und dann sind es oft einfache Maßnahmen, den PARP-Inhibitor vielleicht am Abend nehmen. Dann ist die Übelkeit tagsüber gar nicht so schlimm. Dann haben wir gehört, es gibt PARP-Inhibitoren, die muss man 2-mal am Tag geben, andere, die nur 1-mal am Tag. Auch da kann mal eine Umstellung sinnvoll sein. Dann ist wichtig, dass man die PARP-Inhibitoren-Dosis reduzieren darf und sie genauso gut noch wirken, wenn Nebenwirkungen da sind. Also das Wichtigste ist einfach, die einzelnen Nebenwirkungen zu besprechen und dann einfach gezielt zu schauen, was kann man optimieren.
Stimmt es denn, dass man die PARP-Inhibitoren auch mal aussetzen darf? Ganz einfach, um sich zu entspannen, zum Beispiel im Urlaub oder irgendwie, man ist ja immer an den Medikamenten dran und ich kenne das selbst, es gibt so eine Medikamentenmüdigkeit. Kann ich die dann auch mal für eine Woche aussetzen? Also in der Studie wurden sie natürlich über 2 Jahre durchgegeben, aber es sind 2 Jahre. Und also selbst wenn wir Nebenwirkungen haben, dann muss ja pausiert werden. Und in der Studie musste bei 33%, in einer anderen Studie gar sogar bei 66% die Dosis reduziert werden. Und eben bis die Reduktion einsetzte, wurde auch die Therapie unterbrochen. Das heißt, wir hatten ja sogar in der Studiensituation immer wieder Intervalle, in denen keine Medikation gegeben wurde. Deswegen, es gilt immer, wenn eine Patientin in Urlaub fährt oder einfach mal eine Unterbrechung wünscht, da spielen 3 Wochen, würde ich mal sagen, überhaupt keine Rolle. Wichtig ist eher, dass sie dranbleibt, bevor sie es dann ganz abbricht. Ganz genau, ich meinte das ja auch für Patienten, die mal müde sind oder mal eine Pause brauchen. Ja, ich danke Ihnen, liebe Frau Schmalfeld. War ja wieder hochinteressant und ich freue mich schon auf das 4. Mal auf der Plattform Patient Today. Ich finde das großartig und freue mich jederzeit mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank für die Zusammenarbeit und ganz liebe Grüße an die Patienten.